Hallo Leute, willkommen zurück bei Prison Architect im Frauenknast und mal sehen, was wir heute zustande bekommen. Wir wollen auf jeden Fall unseren Gefängnistrakt hier erweitern und wir kümmern uns dann noch später um die Heizungen vielleicht und wir werden unseren Gefangenen noch ein bisschen Laden und Spaß, Post vielleicht noch bringen, das wäre auch mal nicht schlecht. Was haben wir denn noch zu vergeben? Post auf jeden Fall, ein Laden, eine Kapelle, ganz wichtig. Eine Kapelle wäre noch ganz wichtig. Und wir wollen vielleicht hier noch was abschließen. Schauen wir mal. Zwei Hundeführer auf eine Hundepatrouille. Teilen Sie einer Patrouille zwei bewaffnete Wachen zu. Genau, das war ja das Thema. Das wird wahrscheinlich abgeschlossen, wenn der Tag hier wieder beginnt. Gut, wir möchten was machen? Eine Kapelle bauen wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre vielleicht ein gutes Ziel für unseren heutigen Tag. Und ich würde sagen, eine Kapelle könnten wir, wo könnten wir die Kapelle hinbauen? Schauen wir uns das Thema hier mal an. Hier wäre noch für Shops und alles frei. Wir müssen uns dann auch langsam um die Kantine und die Küche wieder kümmern. Eigentlich die Kapelle. Die könnten wir hier oben hinbauen. Allerdings ist es hier jetzt so, dass ich hier jetzt ein bisschen wenig Platz habe. Okay, jetzt machen wir hier erstmal ein paar Umbaumaßnahmen. Wir reißen jetzt hier nicht die Wände ab. Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wände abreißen. Wenn, dann müssen wir Wände dazu bauen. Ich würde jetzt sagen, wir machen das so, dass wir die Kantine erst einmal erweitern. Und zwar bauen wir hier etwas rein. Und wir reißen diese und diese Wand hier ein. Und kümmern wir uns hier um die Planung, dass das hier mal wegkommt. Genau, so. Und dann müssten wir auch noch hier ein paar Lichter einbringen, dass hier ein bisschen Licht in das Dunkle kommt. Machen hier noch eine Wand auch noch rein und reißen diese Wand hier ein. So. Und erweitern dann die Kantine. Ich gleich noch schöne weiße Fliesen. Können wir eigentlich gleich hier reinbauen. So, wir erweitern erst einmal die Kantine und dann müssen wir uns auch noch später um die Küche kümmern. Und dann werde ich hier wahrscheinlich das ein bisschen verlegen müssen hier. Ja, ich glaube, das werde ich tun, damit wir hier einen Weg nach oben bekommen. Ja, das ist, das müssten wir so tun. So machen. Die Kinderkrippe können wir auch woanders hin verlegen. Ja, da ist der Putzmittelschrank und die Wäscherei, das ist okay. Und wir schauen auch mal. Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Hier haben wir auch noch Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Genau, passt. So, dann kann da nämlich auch gearbeitet werden. Und dann sollten wir uns dann auch langsam um die Metalldetektoren kümmern. Also, genug zu tun für die Folge. Beginnen wir und fangen wir an. Wir machen hier mal ein bisschen schneller, dass hier mal was vorangeht. Wollten jetzt mal schauen. Ich glaube, die Tür hier habe ich auch schon vor Ewigkeiten abreißen wollen. Hat sich aber nichts getan in dem Fall. Genau, das reißen wir ein. Das passt. Sobald das eingerissen ist, machen wir hier auch einen Boden hin. Und zwar weiße Fliesen, schöne weiße Fliesen. Hier auch, hier auch, hier auch. Und hier auch. Genau, dann haben wir nämlich hier die Kantine ein bisschen erweitert, besser gesagt auch verlegt. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Muss ich jetzt da die komplett verlegen? Na, wir machen hier erstmal, glaube ich, unser Licht. Und
ich hier so ein Zweier oder Zweigang hoch will. Doch, das passt eigentlich, würde ich sagen. Dann würde ich das hier unten hinbauen. Schade. Den da vielleicht auf die andere Seite verlegen. Wer macht denn da so komische Musik hier? Oder sind das Arbeiten? Ja, mal sehen, was da so passiert. So, dann können wir nämlich das hier gleich wieder verlegen. So, dann würde ich sagen, wir verlegen das hierher. Und das hier verlegen wir hierher. So, dann müsste das eigentlich okay sein. Da oben ist jetzt kein Strom. Dann würden wir einfach hier noch eine Bank reinsetzen. Ein Tisch. Nochmal ein Tisch und zwei Bänke. Vier Bänke natürlich. So. Und hier machen wir dann eine Wand hinein. Und legen dort eine Tür. Machen dort eine Personaltür erst einmal hinein. Wir hier reinkommen. Und werden jetzt mal ein bisschen. Oho, guck an. Häftling durchsuchen. Haben wir schon jemanden mit dem Stock? Mit einem bösen Stock in der Hand. Ja, wo sind denn unsere Polizisten? Alle in Action. Brauchen wir ein paar mehr Polizisten. Stellen wir nochmal zwei ein. Hier ist immer noch diese Tür. Die würde ich immer noch gerne abreißen. Das können wir jetzt auch abreißen. Da hat sich schon jemand dran betätigt an der Tür. Und dann werden wir auch noch hier diese Wände abreißen. Dann schauen wir mal, was mit der Versorgung hier ist. Ah, da fehlt Wasser. So, jetzt wird die Dame abgeführt. Nein, das ist natürlich keine Kantine. Das ist klar. Das hier muss weg. So. Das wird jetzt hier unser neuer Gang nach oben sozusagen. Wenn wir jetzt nochmal ein Fundament bauen. Ein gemauertes Fundament natürlich. So. Bis hierher, würde ich sagen. So. Sehr schön. So, was war unser Hauptplan? Was habe ich gesagt? Na? Heißt es noch jemand? So, da auch Rohr. Was ist denn da los? Die haben hier alle Drogen dabei. Die Alexi Mark und hier Camilla. Haben wir jetzt irgendeine Warnung? Ne, bisher haben wir immer noch keine Warnung, dass das hier zu wenig Zellen sind. Das ist super. Ah, dann brauchen wir noch einen Zugang. Dann bauen wir natürlich noch einen Zugang. Das hier reißen wir ab und wir bauen noch ein bisschen
Was wollen wir bauen? Ah, genau, was mir auch noch einfällt bei Strom, bei aktuell Strom. Wir können hier diese, das würde ich immer abreißen, das sieht doof aus. Wir können hier ja noch 4 Stück machen, das werden wir auch machen. Kondensatoren bauen. Ich werde die aber drehen, dass das ein bisschen nach was gleich sieht. Und da den da, der abgerissen wird, nochmal hinsetzen. Und dann kümmern wir uns hier um... Genau, die kommen jetzt, machen den Gang fertig. Das ist schon mal supi. Und hier werden wir dann auch erweitern. Das werden wir am besten gleich machen. Schnelles Bauen. Wir werden unser Klontool auspacken. Und werden das hier alles... Ah nein, das nicht. Ich möchte nur das hier haben. Das alles möchte ich haben und hier unten hinsetzen. Und dann haben wir schon... jede Menge neue, weitere Zellen. So, da wurden jetzt die Rohre mitgenommen. Auch lässig. Dann wird das auf jeden Fall mal erweitert. Genau, das sind ja noch keine ausgewiesenen Zellen. Denn diese Zellen möchte ich nur... den Damen vorbehalten, die nicht so krass drauf sind. So, das werde ich jetzt auch gleich mal machen, glaube ich. Ich glaube, das reicht auch erstmal, diese paar Zellen. Wir werden mal schauen. Einsatz. Ich möchte, dass das hier eine niedrige Stufe wird. Dazu werde ich jetzt diese Räume hier erst einmal setzen. Und zwar sollen das Zellen werden. Normale Zellen. So, einmal hier runter. Und einmal hier runter. Und dann werden wir hier nämlich das hier ausweisen als... Genau, dann geht das nämlich auch sauber. Als niedrige Stufe. Was haben wir hier jetzt für ein Problem? Mindestgröße 2, 3. Fehlschaden umschlossen. Ne, okay, das war jetzt nur, weil ich es gerade alles neu ausgewiesen habe. Da kommen jetzt nur niedrige rein. Und hier oben werden wir dafür ein paar Zellen abnehmen. 1, 2, 3, 4. Haben wir hier 8, okay. Dann werden wir hier oben nochmal 8 Zellen entfernen. Es hat den einfachen Grund, dass ich nicht ein volles Gefängnis möchte, sondern ich möchte es ja hier später zuweisen an die, dass wir den Transfer üben können. Sehr schön. So wird das. So wird das. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier doch erst einmal eins. Erst einmal. Erstmal machen wir hier nämlich einen Metalldetektor hinein. Der Hund macht schon seine Arbeit richtig gut. Und dann können wir auch mal irgendwann jetzt eine Razzia ausführen, so langsam. Ah, das ist immer echt doof mit dieser, weil das Ding so klein ist, Metalldetektor hier. Ich möchte einfach hier mal einen dazwischen klemmen. Weil da müssen sie ja sowieso irgendwann alle vorbei. So, und dann werden wir nämlich hier gleich die Versorgung erweitern. Und zwar das Warmwasser. Wie die Heizungen bis hier runter. Da hätte ich jetzt gerade behalten können, nicht Nasen. Ist auch total ineffektiv. Eigentlich hätte ich... Naja, egal. Ich rede jetzt davon lieber nicht. Sonst kriege ich gleich wieder Ärger hier. So, hier auch. Zack. So, und Strom natürlich. Strom, Strom, Strom. Wenn wir auch noch ein bisschen hochziehen. So, dann dürfte der Trakt dann auch sauber werden. Jetzt kümmern wir uns um... Haben wir noch ein bisschen... Kümmern wir hier uns mal um... Genau, das sieht gut so aus. Wir kümmern uns hier um den nächsten Raum, um eine Kirche.
Küche, 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 Küche. Das ist einfach zu klein, der Hof, gell? Ich brauche einen größeren Hof. Sagt's. Sagt es, wie es ist. Ja. Wir schauen mal. Ich will jetzt als allererstes hier einen weiteren Raum bauen. Und zwar baue ich den jetzt einfach 1, 2. Baue ich jetzt einfach hier hin. Ja, der soll ungefähr, wie groß darf denn der werden? Ja, so würde ich doch sagen. Ja, so. So, das wird jetzt unsere Kirche, unsere kleine süße Kirche, unsere kleine Kapelle. Da werden wir jetzt hier eine Tür reinklemmen. Dann werden wir mal noch ein paar Lichter verteilen, würde ich doch sagen. Ein paar Wandlampen. Oh, das ist aber, oh, da habe ich bloß ein, habe ich das, oh. Ja klar, da ist ja die Mauer, ne? Ich, Holzkopf. Das ist ja schon ein bisschen fies. Nee, geht ja gar nicht. Da müssen wir wohl nochmal ran. An die Buletten. Da muss ich wohl ein bisschen umplanen. Hier haben wir auch, glaube ich, gar keine Lichter. Da, was habe ich denn da? Okay, da habe ich irgendwas. Hier habe ich auch keine Lichter. Naja, gut. Auf jeden Fall arbeiten wir erstmal in unserer Kapelle und ansonsten nichts. Ich würde sagen, wir machen das Stück für Stück. Kapelle wollen wir zuerst haben und dann müssen wir uns hier um den Gang kümmern und um die Kantine. Und dass ich das vielleicht doch ein bisschen anders aufbaue. Guck mal, die sind alle glücklich, die sitzen alle an einem Tisch. Ist das nicht toll? Die sitzen alle an einem Tisch. Sehr friedlich. Ja, weil das hier wollen wir ja auch noch erweitern. Das werden wir auch in Angriff nehmen. Und zwar folgendermaßen. Soll ich das gleich machen? Hier ausbauen? Oder wollen wir... Mann, 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 ich weiß gerade gar nicht, was ich zuerst machen will. Wir schauen mal hier in unsere Liste, was wir auf jeden Fall wollen und brauchen. Wir kümmern uns mal darum, dass wir noch einen Zuschuss bekommen. Was haben wir denn hier? Hochsicherheitstrakt. Erhöhen Sie die Zahl Ihrer Sicherheitskräfte. Schalten Sie über die Bürokratie Panzerwesten Taser frei. Bauen Sie Überwachungsmonitore, platzieren Sie Überwachungskameras. So, das werden wir jetzt einfach mal machen. So. Weil dann kommen wir auch, haben wir ein bisschen einen Plan, das ist immer gut. Erhöhen Sie die Zahl dieser Sicherheitskräfte. Okay, da müssen wir noch einige einstellen. Das werden wir jetzt auch mal, glaube ich, machen. Ein paar kann ich sowieso immer gebrauchen. Ich werde jetzt einfach mal nochmal drei einstellen. Und bauen Sie über einen Überwachungsmonitor. Bauen Sie Überwachungskameras. Genau. Ja, das brauche ich ja sowieso. Ich muss auch noch Türöffner und Schließer möchte ich ja auch haben. Automatisierte. Das bedeutet, wir könnten das auch in diesem Trakt hier bauen. Das wäre doch ganz okay, würde ich sagen. Also hier ist immer noch, das ist zu gering. Das möchte ich nicht. Dann würde ich sagen, wir bauen hier unten mal aus und holen uns das hier und bauen das hier erst einmal aus und dann schauen wir, was wir da alles reinbauen. Machen wir noch eine Tür, eine Personaltür, dass die da reinkommen, die Arbeiter und rausgehen können. Ja, sehr schön. Ah, guck, das wird schön gebaut. Da kommt jetzt die Tür rein, dann ist auch der Zugang gesichert. Ja, und somit würde ich sagen, was haben wir erreicht in dieser Folge? In dieser Folge haben wir auf jeden Fall hier ausgebaut, weitergebaut. Wir haben diese Zellen schon mal für die Damen freigegeben, die sich hier drin aufhalten möchten. Was wir aber vergessen haben und was ich völlig vergessen habe, ist dort Lichter einzubauen. Da die Dinger ja nicht freigegeben waren. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Naja. Jetzt haben wir Lichter drin, alles gut. Wir haben hier einen weiteren Gang gebaut, der ein bisschen zu klein ist. Da werden wir uns wahrscheinlich auch noch drum kümmern müssen. Also es gibt jede Menge und genug zu tun.
Und wir bauen ja unten weiter aus und werden schauen, was wir da reinbekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, schenkt mir ein Abo. Ich freue mich über Abos. Und wie ich sehe, sind 80%, die hier zuschauen, haben kein Abo dagelassen. Es kann ja wohl nicht sein. Lasst mir ein Abo da. Ich bedanke mich und tschüss.